Guten Tag, meine lieben Freunde. Es wird mal wieder Zeit für ein etwas größeres Projekt. Vor einigen Wochen hatte ich in meinem Briefkasten ein kleines Prospekt, das mir nahegelegt hat, ein kleines Päckchen zu kaufen von einem großen deutschen Paketlieferanten, das sogenannte Clevercard-System. Da ich noch in den Medien überhaupt nichts von diesem Projekt gehört hatte, habe ich beschlossen, einfach mal mitzumachen und zu gucken, was dabei herumkommt. Und jetzt ungefähr 2 Monate nach dem eigentlichen Bestellen habe ich das hier bekommen, nämlich das Clevercard Pack. Ab jetzt sind Sie immer im Vorteil. Starten Sie gleich mit attraktiven Angeboten. Das ist die Clevercard der Deutschen Post AG, Abteilung Brief. Also ich habe das jetzt schon mal ein bisschen soweit aufgemacht. Da wollen wir da einfach mal reingucken. Wir haben hier ein blödes Anschreiben. Lieber Clevercard-Kunde, bitte entschuldigen Sie das lange Lieferzeit, ihr bla 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 bla, üblicher Marketing-Scheiß. Und hier eine Gebrauchsanweisung für dieses System. Ziemlich einfach. Einfach am USB-Adapter anschließen, danach Clevercard einfügen und dann ja, ganz automatisch öffnet sich die entsprechende Internetseite, bla, weiterer Marketing-Scheiß. Jetzt kommen wir zum interessanten Teil dieser Lieferung, nämlich dem tatsächlichen Inhalt. Denn die Post hat sich wenig Kosten und Mühen gescheut, mir da ein kleines Gerät zukommen zu lassen, was wir wirklich mal auch auseinandernehmen wollen jetzt in diesem Review. Und wir wollen einfach mal gucken. Ich bin übrigens nicht Dr. Eschens, ich versuche auch nicht Dr. Eschens nachzumachen und wir werden uns das jetzt einfach mal anschauen. Das ganze Ding ist hier drin befestigt. Ziemlich leicht. Hat hier vorne einen kleinen Schlitz für diese Karten. Hier hinten Kabel. 2 Schrauben nur. Das Ganze geht dann hier und mündet in einem... Oh, nett. Das einen geschützten USB-Port. Diese Käppchen kriegt man normalerweise nur sehr selten dabei. Eigentlich sind die sehr praktisch, vor allem wenn man mal so einen USB-Stick hat, wo die Kappe vorne verloren gegangen ist. Kann ich vielleicht noch gebrauchen. Gut, das ist das Gerät und der wichtigste Teil dieser ganzen Aktion sind noch die sogenannten Clevercards. Und da haben wir jetzt hier schon mal einen Grundstock zugeschickt bekommen. Man soll dann immer wieder noch mehr zugeschickt bekommen im Laufe der Zeit. Was die jetzt bringen, werden wir uns genau angucken. Hier haben wir einmal Neckermann, ein exklusives Geschenk für ihre Bestellungen. Dann haben wir hier Urlaubsträume bla. Yorcha, das ist glaube ich so eine Internet-Community. Es möchte ein gesünder Leben, Nestle. UNICEF, natürlich auch Spenden und Music for You. Das sind die Karten und das wollen wir uns insgesamt etwas genauer angucken. Eine Sache habe ich schon vorher herausgefunden, das möchte ich euch direkt mal zeigen. Also hier ist nichts, wir haben es hier nicht mit RFID oder dergleichen zu tun. Wie man jetzt hier sehen kann, ist im Inneren dieser Karten eine Art Strich. Das könnte aber auch jetzt bei genauerem Betrachten sich vielleicht dabei doch um einen RFID-Chip handeln. Das würde allerdings bedeuten, dass wir es hier mit einem RFID-Lesegerät zu tun haben, was die ganze Sache mit Sicherheit insgesamt sehr interessant werden lässt. Okay, das war's. Ich blende euch jetzt nicht mehr und sage zum Batmobil. Das Batmobil soll in diesem Fall jetzt mal ein vollkommen veralteter Rechner sein, der viel zu laut ist. Jetzt werde ich diesen Kasten hier einfach mal anstellen. Ach scheiße, die Kappe. Die Kappe hier einfach an dem USB-Port des Gerätes hier anschließen. Wenn ich es noch richtig rum hinkriege. So, das war's. Und wir erfahren, dass es unmöglich ist, einen Monitor abzufilmen. Und deshalb switchen wir jetzt einfach mal in die Aufnahme des Monitor Capturing Devices, den ich gerade eben runtergeladen habe. Vielen Dank.
So, wir sind jetzt auf meinem Desktop. Den Hintergrund habe ich aufgrund der nationalen Sicherheit geändert. Wenn man die Karte in das Gerät einfügt, dann macht das Gerät folgendes. Es wird als Tastatur von Windows erkannt. Öffne dann über den Windows-Tasten plus R Tastenkombinationsbefehl das Ausführen-Kontext-Menü von Windows, also dieses Standard-Menü, und gib dort dann eine URL rein ein, die ausgeführt wird mit dem Standard-Web-Browser. Dass dieses System wirklich in irgendeiner Form etwas bringen kann, wage ich stark anzuzweifeln. Man kriegt quasi einen Hyperlink per Post geschickt, den man dann in ein extra Gerät, nur mit einem extra Gerät ausführen kann. Das ist totaler Quatsch. Da sehen wir die URL, geht an einen HTTPS-Server, den man so nicht aufrufen kann, und dann stehen noch ein paar andere Seiten dabei. Ob in diesem Link eventuell noch irgendwelche relevanten Daten vermittelt werden, kann ich nicht sagen. Meine Firewall hat nicht gemeckert, als ich das Gerät eingesteckt habe, außer natürlich, dass es versucht hat, da irgendwas zu starten. Aber ich habe jetzt keine Pakete entdeckt, die irgendwie versendet wurden. Aber das ist wahrscheinlich auch mehr eine Aufgabe des Chaos Computer Clubes. So, ich denke mal, das ist genug Information. Wir sehen hier nochmal die Nestle-Seite, die ich über dieses System... Es ist wirklich albern. Ich weiß wirklich nicht, wer das wirklich nutzen soll. Das ist eigentlich totale Geldverschwendung. Ich weiß nicht, welcher Marketing-Spacko sich das ausgedacht hat. Das ist wirklich absolut sinnlos. Das ist ein einfacher Newsletter mit tollen Angeboten, wäre tausendmal sinnvoller. Jetzt nochmal auf die nächste Seite, YouTube. Ja, es ist auch nicht so, dass man jetzt auf irgendwelche besonderen Seiten kommt. Man wird einfach nur informiert, dass man diese Clevercard genutzt hat. Da nochmal die Vorgehensweise. Karte einführen und man wechselt zu Neckermann. So, zurück auf meinem Bettchen. Wir werden uns jetzt das Ding mal mit Hilfe dieses netten kleinen Schraubenziehers von innen ansehen. Ich werde jetzt dementsprechend diesen Kasten einfach mal aufschrauben. Im Endeffekt interessiert mich hauptsächlich, ob man erkennen kann, ob es hier ein RFID-Leser ist, wie dieses ganze Ding funktioniert, was da eigentlich für Technik hintersteckt. Weil dieser Aufwand muss ja auch irgendwie gerechtfertigt sein. Obwohl ich befürchte, dass man sich das hier nicht ganz so leicht macht. Doch, es ist so leicht, wie man sich erhofft. Wir sehen hier eine Standard-Platine drin. An für sich nicht besonders, da ist ein kleiner Chip. Sieht relativ gut verlötet aus. Hergestellt von Printed Systems, kann man hier lesen. Naja, ihr nicht. Dementsprechend mache ich jetzt einfach mal weiter und entferne diese Schräubchen hier. So, weiter. Ein paar Schrauben einfach in diesem Netz zieht. Mal gucken, was da jetzt hintersteckt. Oh ja, das sieht schwer nach irgendeiner Sache auf. Es sind auch sogar noch die Fingerabdrücke der Mitarbeiter drauf, die dieses Ding zusammengeschraubt haben. Ich vermute einfach mal, ich weiß es nicht wirklich, dass es sich hier um einen RFID-Leser dreht. Wir haben hier eine große Fläche aus Metall, die wahrscheinlich irgendetwas an Signalen aufnehmen muss. Und halt auch die Fingerabdrücke des Technikers aufgenommen hat, wie man hier schön sehen kann. Naja, ja, so viel dazu.